Hautanalysegerät, ja oder nein? Hör dir dieses Video an, denn am Ende von diesem Video gibt es auch was Tolles für dich zum Gewinnen, würde ich fast sagen. Dann viel Spaß! Hautanalysegerät anschaffen, ja oder nein? Ich werde immer wieder in meinen Kursen gefragt, brauche ich ein Hautanalysegerät? Dann frage ich halt natürlich klar, ganz klar, kannst du Hautanalyse? Bist du dir da sicher? Und wenn diejenige sagt, ja, ich bin mir sicher, dann ist es ja okay, dann kann man wirklich auch drauf verzichten. Aber meine Erfahrung ist eine andere. Das heißt, ich merke halt ganz, ganz oft, dass bei ganz vielen Kosmetikerinnen, vielleicht bei dir auch, eine gewisse Unsicherheit herrscht. Das kommt aber daher, leider Gottes wird es oftmals nicht mehr so in den Kosmetikschulen so transportiert. Das wird auch ganz kurz nur angeschnitten, warum auch immer. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil Hautanalyse definitiv mit eines der wichtigsten Parameter überhaupt ist, um wirklich auch optimal Produkte einstellen zu können, um auch Behandlungen natürlich optimal einstellen zu können. Und deswegen stellt sich mir die Frage überhaupt nicht, wenn du keine Hautanalyse händisch kannst, dann auf jeden Fall ein Hautanalysegerät. Die Frage kommt natürlich dann immer hinterher, ja, Birgit, kannst du eins empfehlen? Natürlich habe ich hier auch mich schon ein bisschen umgeschaut auf dem Markt. Ich werde jetzt hier aber keine Empfehlung rausgeben. Wenn, kannst du mich gerne selber natürlich oder persönlich anschreiben. Was halt wichtig ist, und da musst du danach gucken, ist, dass auf jeden Fall die wichtigsten Parameter mit dabei sind. Das heißt, einmal Fett, einmal Feuchtigkeit. Feuchtigkeit in den tieferen Hautschichten, Spannkraft, das gehört ja alles dazu. Das ist so die wichtigsten Parameter überhaupt, um erstmal zu sehen, ist denn der Fettsäuremantel überhaupt geschlossen. Das heißt, Fettfeuchtigkeit ist mit eines der wichtigsten Punkte ever, um überhaupt zu sehen, ist denn hier oben drauf mal alles in Ordnung. Weil wenn hier nichts stimmt, kann es unten sowieso nicht stimmen, weil dann ist einfach im Endeffekt hier nicht alles in Balance. Dann geht viel zu viel Feuchtigkeit aus der Haut raus, egal was du trinkst, egal was du machst. Es wird sich im Endeffekt nichts verändern, wenn wir hier oben nicht anfangen, überhaupt auch mal danach zu gucken, okay, deswegen ist die Haut so rau, deswegen ist die so unruhig und oftmals auch super sensibel, weil eben dieser Fettsäuremantel aus der Balance ist. Ne, der hat Disbalancen und deswegen müssen wir unbedingt nach diesen wichtigen Parametern gucken. Fett und Feuchtigkeit, das ist mal ein Must-Have. Jetzt haben aber viele Geräte, ich denke ja gerade an ein super teures Gerät, diesen Parameter überhaupt nicht, also Fett. Und ganz, ganz oft scheuen sich sogar Kosmetikerinnen, Fettcremes zu geben, weil man immer noch so im Kopf implementiert hat, Fett ist gleich Pickel. Aber das ist ein Blödsinn, weil Fett ist ein ganz normaler Bestandteil. Dafür ist ja auch die Talgdrüse angelegt, um eben hier körpereigene Fette zu produzieren, körpereigene Creme sozusagen zu produzieren. Ja, aber im Alter schafft man das ja selber dann gar nicht mehr so in dieser Ausgewogenheit. Vor allen Dingen nicht mehr bei unserem Stress, nicht mehr bei dem, was wir hier alles jeden Tag mit uns tun, sprich auch ernährungstechnisch, stresstechnisch. Und deswegen ist es super, wenn man natürlich von innen durch Ernährung, durch auch natürlich Stressmanagement hier ein bisschen was tut, aber natürlich von außen her wie Nahrungsergänzung dafür sorgt, dass unsere Haut hier wirklich wieder in die Balance kommt. Und das ist im Endeffekt eure Aufgabe, das ist deine Aufgabe als Kosmetikerin, hier wirklich ganz genau zu gucken, was braucht die Haut und da wirklich so zu schauen, dass man hier wirklich auch nur das gibt, was die Haut gerade benötigt, nicht mehr und nicht weniger, um so die Haut auch aktiv zu halten bis ins hohe Alter. Und da hilft uns natürlich eine sehr, sehr gute Anamnese und eine Hautanalyse. Und die zwei Dinge, die müssen aufeinander passen, weil es hilft mir nichts, nur zu sehen, aha, die Haut erfüllt Feuchtigkeit, und die Spannkraft, die hat auch schon ein bisschen gelitten, sondern ich muss auch mal hinblicken, wo kommt es denn vielleicht her? Natürlich vom Alter, ist ganz klar, aber bei einigen ist es aber auch so anerzogen oder so anerlebt, muss ich fast sagen, finde jetzt kein Wort dafür, wo man sagt, na klar, der war halt nicht aufgeklärt, der ist halt mit seinem Hund, der Kunde ist halt mit seinem Hund vielleicht jetzt die letzten Jahre ungeschützt, ob Wind, ob Wetter, natürlich nach draußen gegangen oder arbeitet in einem
Job, wo man halt sagt, er arbeitet halt vielleicht irgendwo, wo Kälte, Wärme aufeinander stoßen und hat hier noch nie darauf geachtet, der Haut auch dementsprechend zu helfen, hier nicht so einen starken Schaden daran zu nehmen, an dem, was er tut. Und das ist das, was wir halt als Kosmetikerin uns auf die Fahne schreiben sollten, hier aufzuklären, zu helfen, hier optimal natürlich auch die Haut so beurteilen zu können und die Umstände, die dazu geführt haben, um der Kundin wertvolle Tipps zu geben, dass diese wirklich hier auch umsetzen kann zu Hause, plus Hilfsmittel, unsere Produkte, natürlich, dass sie hier auch wirklich was an die Hand bekommt, 365 Tage, zweimal am Tag, hier wirklich das Optimum auf die Haut aufzutragen, um hier wirklich tollste Ergebnisse natürlich zu erzielen mit euren tollen Behandlungen, mein Gott. Genau, also hier ist es wichtig, weil Hautanalyse ist hier für mich der Schlüssel. Und deswegen solltest du schon, wenn du die Hautanalyse nicht beherrschst, dir ein Hautanalysegerät holen. Aber wichtig, nicht nur die Hautanalyse zu also beherrschen, sondern auch die Sprache, die danach kommt. Das heißt, ich kann der Kundin natürlich jetzt nicht irgendwas erzählen von Epidermis, Keimschicht und Basaltzellschicht und tralala. Das ist für die Kundin böhmische Dörfer, sondern macht das in kundisch. Sucht euch dafür Wörter, Beispiele, um hier bei der Kundin natürlich auch anzukommen mit dem, was ich sage. Sonst sprecht ihr Spanisch und die Kundin spricht Englisch und, die sagt, ja, alles gut, ja, ich habe es verstanden und hat nichts verstanden und nimmt natürlich dementsprechend auch keine Produkte mit, wird auch keinen Zusatz, keine Zusatzbehandlung buchen. Und von daher wird es da ganz, ganz, ganz schwer. Und ich weiß es, wie schwer ihr euch damit auch tut hier mit der Kundenkommunikation, da tun sich wahnsinnig viele schwer. Ihr habt tolles Wissen, ihr habt wirklich tolles Wissen, Expertenwissen, aber auch das kommt manchmal bei den Kunden nicht an, weil ihr einfach zu schwer seid in eurer Kommunikation. Ja, egal. Es geht ja nicht nur darum, dass ich viel Wissen habe, sondern ich muss es auch vermitteln können. Stellt euch so einen Professor vor, der vorne dran steht, super intelligent und möchte euch hier irgendwas über ja, irgendeine Geschichte erzählen, fällt mir jetzt nichts ein. Und ihr versteht ihn aber nicht, weil er nur in seinem Fachjargon spricht und ihr sagt, ja, es war ein netter Vortrag, es ist ein toller Mann, aber ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nichts verstanden. Dann ist das Ziel verfehlt. Ja, also deswegen auch runterkommen aus dieser Kosmetikbubble, runterbrechen auf normal kundisch, weil ihr seid teilweise schon jahrelang in dieser Branche und habt schon so viel Wissen und so viel Wissen angehäuft und bringt es dadurch manchmal gar nicht mehr auf die Schiene, weil es einfach immer komplizierter wird und macht es wieder mal einfach. Ich merke, jetzt soll ich mal ein Buch schreiben, kundisch für Kosmetikkunden, damit ihr da ein bisschen leichter werdet. Ich mache das halt gerne im Kurs und dann kommt halt auch immer wieder die Aussage, Birgit, das hört sich bei dir so einfach an. Ja, weil es einfach ist. Ihr macht es teilweise kompliziert, komplizierter als es sein müsste und dann steigt der Kunde aus und dann wundert ihr euch, dass ihr sagt, oh Mann, ich habe ihm doch alles erklärt, der hat mir jetzt auch super zugehört, dann ist er doch wieder rausgegangen und hat nichts gekauft. Ja klar, so, der hat euch einfach nicht verstanden. Ja, also deswegen auch hier auf die Kundenkommunikation achten. Nicht nur immer nur das, was du sprichst, sondern auch danach gucken, wie du es aussprichst, ne, mit einer gewissen Freundlichkeit. Ihr wisst, ich lege da sehr viel Wert drauf und deswegen ist das auch dann rund und dann läuft es auch besser. Also von daher meine wirklich ehrliche Empfehlung ist, Hautanalysegerät, ja, auf jeden Fall, aber nur, wenn es auch den Fettparameter misst. Also das ist eines der wichtigsten Parameter, da achten viele Kosmetikerinnen leider Gottes nicht drauf. Fett, Feuchtigkeit ist ganz, ganz wichtig, weil daraus besteht halt über unser Fettsäuremantel, ne? Mitunter natürlich auch noch mit Bakterien und so weiter. Aber das ist wirklich wichtig, dass diese Parameter hier auch abgecheckt werden. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich euch ein bisschen ermutigen dazu, euch ein Hautanalysegerät anzuschaffen oder die Hautanalyse zu lernen. Die nächsten Termine von mir sind nächstes Jahr. Da habe ich jetzt meinen Tourplan sozusagen fertiggestellt. Also wer da wissen möchte, wann meine Hautanalyse-Seminare sind, die ich wieder angefangen habe, aufgrund dessen, weil ich gemerkt habe, viele haben da Defizite. Am Anfang habe ich es natürlich nur für meine Kursteilnehmer gemacht, die sind jetzt durch. Jetzt mache ich es auch öffentlich. Also wenn du da Interesse dran hast, komm gerne auf mich zu, schreib mir einfach und dann kann ich dir die Termine gerne geben. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ich dich mit auf die Reise nehmen darf, weil das so unfassbar wichtig ist und das auch mit dein USP dadurch wird. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like und natürlich auch, wenn du hier einen Kommentar drunter schreibst, dann
werde ich hier aus allen, die einen Kommentar geschrieben haben, mein neues Schönhautbuch verschicken, verlosen sozusagen. Unter denen, die jetzt hier drunter geschrieben haben, schreibt mal eure Meinung dazu. Und dann werde ich denjenigen natürlich auch anschreiben und werde mein Schönhautbuch, das ist ein Ratgeber für Kunden, den du den auch gerne verschenken kannst. Dann würde ich mich freuen, wie gesagt, über die Kommentare. Und dann wünsche ich dir wie immer tolle Kunden, tolle Umsätze und bis zum nächsten Video. Deine Birgit.